Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Mission hier an 7 Days to Die. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Jetzt sind wir wieder zu viert hier. Ja. Juhu. Ja, wir sind wieder und da. In meinem Revier. Oh, da ist eine Schreierin. Wo seht ihr? Was ist eine Schreierin, bitte? Wenn die schreit, dann holt sie Verstärkung. Oh ja, da. Ich hab daneben getroffen, sie hat geschrieben. Ah, da unten. Wir kommen. Jetzt haben wir vom Haupteingang, habe ich noch eine. Die räume ich auf. Hallo. Kloppen gehen. Sie klopfen. Fertig. Oh, jetzt wieder hungrig. Na, klasse. Wann bringt das mal nicht? Ja, stimmt. Hallo? War ich zu langsam? Bin ich ja, zu spät? Viel zu langsam. Aber hier sind noch welche ums Eck. Komm, hier. Denkt euch, hört doch mal. Was machen denn diese Viecher hier auf dem Dach? Welche Viecher? Na, hier so ein Zombie. Wie kommt denn der hierher? Wie kam da ein Zombie aufs Dach? Ja, weiß ich nicht, der steht da in meinem Lagerfeuer. Cool. Was? Okay. Also der gehört da echt nicht hin. Wie denn das? Der will gegrillt werden vielleicht. Der ist wohl irgendwo durchgebrochen, Moment. Ah, da steckt jemand in unserer Falle. Aufräumen. Also hier draußen sehe ich jetzt keinen. Zack. Bin immer zu spät, ne? Ein kleines bisschen. Wir hatten so eine sexy Kampf. Was ist das für eine Falle? Was ist das? Jetzt ist die Musik wieder weg. Okay. Ja. Ich habe da noch so ein Büchlein beim letzten Krankenhausaufenthalt gefunden. Soll ich das mal vorlesen? Ja. Ja. Okay. Oder auch nicht. Stand jetzt nur geteilte Spieler-EP. War wohl irgendwie Erfahrungspunkte. Okay. Rauchnitratpulver. Ja, das haben wir ja hier oben, ne? Ja, aber ich habe ja schon, glaube ich, eingesammelt. Ich guck nochmal durch, ob irgendwas für... Wir haben ja auch ein paar Gläser. Huch! Wahrscheinlich auch nicht so. Was passiert? Ein paar Gläser haben wir dir auch mitgebracht. Ja, die habe ich schon gesehen. Die habe ich schon in der Hand. Schimmeliges Brot. Lecker. Das will ich jetzt nicht. Ach, Wurzel? Ja. Ein Kaffee mit Schlagsahne, bitte. Bitte mit Sahne. Der liegt da schon in der Kiste drin und der müsste auch schon kalt sein. Also kannst du ihn dir reinhauen. Oh, super. Eine Kaffeelatte kalt. Eiskaffee. Ja, macht natürlich Ausdauer. Wiederherstellung 20%, ne? Okay. Ja, wenn ich mal brauche. Nee. Nein, ist nichts. Nee. Jetzt gucke ich unten nachher noch. Okay. Ach so, ja, warte. Der Hammer. Ne? Ätschi, betschi. Ja, wir haben einen aufmerksamen Zuschauer gehabt hier, der Pierre. Wir haben ja den Hammer gesucht, wie bekloppt vor ein paar Folgen. Ja. Und einer unserer tollen Zuschauern wussten dann genau noch, wo der Hammer versteckt. Genau da ist er auch. Wo wir den weggepackt haben. Ja, die haben auch mehr Durchblick als wir, also ganz ehrlich. Und der ist auch Hast tatsächlich du uns hier mit da. Durchblick erlebt? Also der ist tatsächlich da, ne? Also klasse, wirklich. Nicht schlecht. Aber Pulver haben wir nicht. Pulver? Was für Pulver? Jetzt komme ich nicht an den Schrank. Moment. Das Einzige, wo ich jetzt noch durchsuchen muss. Sodele, was mache ich denn jetzt? Kann man nicht. Dieses Nitratpulver, wenn ihr das findet, mitbringen, sonst gibt es keine weiteren. Ja. Nicht das richtige Bete. Kopf hatte, habe ich das irgendwo mal abgebaut gehabt. Ich weiß nur nicht mehr wo. Okay. Das war ganz, ganz am Anfang. Irgendwo habe ich das rausbekommen. Jetzt mache ich erstmal hier Platz, dass ihr umziehen könnt. Nee, oben tue ich jetzt mal einpflanzen. So. Thema umziehen. Du willst dann hier aufräumen, richtig? Warte, ich komme nochmal. Wo bist du? Da. In der Schmiede? Ja, ich mache jetzt die Regale hier weg. Diese Eisenstangen. In der Truhe ist noch was drin. Warte, das nehme ich raus. So, jetzt. Dann müssen wir gucken, dass wir diese Wand hier zumachen. Weil ich glaube, auf Durchzug steht Wurzel nicht so gerne. Nö, und ist auch Loch richtig da, so. Und ein Loch da oben in der Decke und dann ist es hier eine Vorratskammer. Da ist ja ein Loch. Ich gucke nie hoch. Dann gibt es hier eine Vorratskammer. Genau. Aber
können wir die Schmiede bewegen? Weil Nein. da sind jetzt halt 17.000 Lehm zum Beispiel drin. Nein, ich mache erst die Kisten und dann packen wir um. Ja, aber das können wir ja nicht rausnehmen. Warum kann man das nicht rausnehmen? Weil wir das verbrauchen müssen. Das ja, ist das ja müssen, im Inventar der das Schmiede. Das müssen wir erst verbrauchen, ja. Dann ja gut, dann schmelzt sich aber nichts mehr. Genau, nichts mehr reinwerfen und wir warten, bis das fertig ist. Okay. Aber jetzt mache ich erstmal Maissamen. Und wo kommt die Schmiede hin? Warte, ich komme runter. Wo bist du denn? Unten? Im großen Saal. Warte, ich komme. An der Säule. So, ich dachte... Ja. Weißt du, hier in die Mitte. Da, du kannst ja hier... ich weiß ja nicht, wie viele man braucht. So, 1, 2, 3 Komm. 4 Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Keine Komm. Ahnung. Immer drauf an, was man vorhat, ne? Also das kann ich dir so auch nicht sagen. Ja. Diese Wand hätte ich halt gerne... Auf jeden Fall schon mal. Also diese Wand hätte ich gerne für die ganzen Kisten, Lagerkisten hier. Ah, okay, also du willst umräumen. Ja. Strider, kannst du mir dann nochmal eine Schmiede bauen? Dann stelle ich mir die hier unten rein. Ja, muss ich gucken. Warte mal. Schmiede, okay, 50 kleiner Stein, 60 Lehmbohnen, 10 Leder, 3 Klebeband. Okay. Müsste hier in der Truhe noch rumliegen. Ansonsten habe ich auch noch was in dem Inventar. So, 3 Klebeband mache ich mal da. Dann Eisenrohre nehme ich mal die Hälfte. Oh shit. Ne? Was denn? Da ist was von der... Was habe ich denn da gefunden? Ein muffiger Rucksack. Hast du ein Geheimversteck gefunden? Ja, aber das war nicht meine Absicht. Aber die Wand ist von alleine von der Wand gefallen. Also die Wand ist von der cool. Wand gefallen. Ist ja, aber jetzt habe ich da ein Loch. Ja, aber da ist doch was drin, oder? Hat sich doch gelohnt, oder? Gefütterter Brustpanzer. Juhu. Level 6 aber. Mhm. So, warte mal. Stein und... Lehmboden, wo haben wir das noch? Ne, da nicht. Also oben auf dem Dach ist nichts mehr mit Stein oder Lehmboden. Aber da ist noch Öl, das brauche ich. So. Genau, dann kommen die. Jetzt gehe ich aber wirklich anpflanzen. Und hier müssen wir noch eine Tür einbauen, Hasebär. Hier hat irgendjemand gemobst oder war da gar keine? Also zwei Türen brauchen wir auf jeden Fall. Nee, drei Türen. Also hier eine. Mhm. Hier eine. Ja, Türen kannst du ja selber bauen. Das musst du ja nichts geskillt haben, glaube ich. Das müsste gehen. Hier ist eine. Guck mal, hier ist schon eine Tür drin. Das ist ja toll. Okay. Lehmboden habe ich gefunden. Ich brauche Stein. Stein habe ich jetzt nirgendwo gefunden. Müsste noch da sein, weil ich habe keinen mehr im Inventar. Nirgendwo Stein. Ach, da, voll übersehen, okay. 600 Steine oder so müsste es noch sein. Ja, okay, so. Alles klar. So, Schmiede wird gebaut. Eine, bitteschön, mein Herr. Ach, geschmiedetes Eisen, das brauche ich jetzt mal. Ich muss jetzt mal mopsen hier. Okay. Oh, ich verhunger. Jo. Wenn du wieder oben bist, am Lagerfeuer, sagst du dann kurz Bescheid? Ja, ich komme jetzt zurück. Ah ja, hat nicht zufällig eine Tasche, ne? Nee, leider nicht. Wir haben aber ein paar noch irgendwo in der Kiste. Bis denen habe ich welche. Ich glaube 6 Stück oder so. Kohle hatte keiner von euch zufällig, ne? Doch. Ja? Ja, ich habe welche. Oh, das ist toll. Kannst du mir... Ach, warte mal, was war das? Ah, 56 Kohle, hier unten auch noch, okay. Ich kann auch nochmal Kohle abbauen. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie weit... Nein, das wollte ich gar nicht. So. 2 Räder bauen. Maissamen. Geht nicht. Ich bräuchte Maiskolben, dann kann ich noch Maissamen machen. Okay. Moment. Lenker, mach mal Klebeband. Ach, komm schon. So. Achso. Kartoffeln. Kartoffelsaat. Ja, bitte. Geht nicht. Mist, wir haben eine Kartoffel zu wenig.
Mensch. Mensch. Das fehlt. Was machen wir da? Ja, du, wenn wir Gemüse finden, ich ziehe jetzt gerade immer Samen raus und dann setze ich das hier oben ein. Mhm. Wurzel, schau mal, da hat es zwei. Nee, ich hau jetzt erstmal die drei rein und dann gucken wir mal. Eins, zwei, drei. So, jetzt müsste ich eigentlich keine Samen mehr haben. Nee. Was ist, Wurzel, wenn du hier eine Maispflanze erntest? Wie viel Samen kriegst du raus bei einer Maispflanze? Und wie viel krieg ich raus? Warte. Jetzt konntest du es nicht testen. Jetzt hast du zwei. Also, ich habe zwei, genau. Okay. Aber du kannst keine Samen ziehen, ne? Also du hast jetzt Maiskolben gekriegt. Ich habe Maiskolben gekriegt, ja. Und keine Samen? Nein. Okay. Was hältst du davon? Gib mir mal die Maiskolben. Pflanz sie noch ein. Hey, wer schießt hier? Das bin nur ich. Ich hab dir da unten noch einen geschossen. Danke. Droht Gefahr oder schießt du einfach nur just for fun? Nur just for fun auf einen Zombie. Also nichts Wildes. Rezepte. Samen. Elite. Ah, immer noch ein zu wenig. Aber ich glaube, erntetechnisch müsstest du, Melle, mehr rauskriegen als wir. Ja. Wollte ich jetzt ausprobieren, aber egal, machen wir beim nächsten Mal. Lieber Meisterkoch, hast du vielleicht noch etwas für mich zum Essen? Ja, gleich. Wir gucken, ob wir auf der Straße irgendwo Maiskolben noch finden nachher. Okay, ich habe hier noch vier. Ist doch eine Farm. Und drüben ist auch eine Farm, aber hier sind auch noch vier in der mittleren Kiste. Mittlere Kiste? Ja. Ah. Ich brauche bloß einen davon. Eigentlich. Guck mal, Melle, ich habe hier Eichensamen für dich. Wurzel, willst du die vier, die drei Maiskolben noch irgendwie anbraten? Und ich, Na, wenn sie über sind, dann nehme ich... Achso, jetzt, was soll ich denn damit jetzt? Wenn sie über sind, dann nehme ich sie. Ja, und die, wo ich jetzt oben noch habe, jetzt habe ich fünf Stück. Ich brauche nämlich fünf Stück, um Samen rauszuziehen. Das ist echt blöd. Ich brauche fünf Maiskolben, um ein bisschen Samen zu kriegen. Das ist auch der Hammer, oder? Fünf Maiskolben für einen Samen. Aber die kommen ja anscheinend immer wieder dann, die Pflanzen. Ja, schauen wir mal. Also unten habe ich einmal abernten können und dann sind die nachgewachsen. Wenn ich jetzt nochmal abernten kann, mal gucken. So. Da drüben blüht schon der Kartoffel, die Kartoffelpflanze. Mal gucken, wann sie fertig ist. Habt ihr gerade viel zu tun oder könnt ihr mal zum Eingang kommen? Wir können zum, also ich kann zum Eingang kommen. Ja. Ich brauche noch was zu essen. Und dann, ja. Oh, gucken wir ans Lagerfeuer. Ah, okay. Au. Kann ich mir da einfach das Fleisch nehmen? Ja, ja. Wo bist du denn im Eingang? Ja, ja, du musst am Eingang stehen bleiben. Ich komme gleich, aber ich habe eine Überraschung für euch. Oh, nee. Überrascht? Oh, nee. Lass dich hören. Es geht doch nie gut für uns, oder? Ja. Oh, ich sehe hier... Oh, ja. Oho. Was siehst du? Jetzt wird gefährlich vor der Haustür. Ja, wieso? Er hat Stacheln gesetzt. Das Achso, war aber, ja, das, ich hab Stacheln gesetzt, ja. Genau, das war ich nicht. Das ist nicht meine Überraschung. Ich zeig die euch erst, wenn ihr alle da seid. Ich wollte einfach nur nochmal einen zweiten Sicherheitsring um unseren Eingang ziehen. Wo ist denn die Überraschung? Seid ihr alle da? Ja. Okay. Ja. Seid ihr alle da? Warte, ich komme über die Brücke. Ich komme. Über die Brücke. Ein Fahrrädle. Ja, ein Fahrrad. Hast du auch so eine kleine Klingel? So ein Kling, Kling. Das es fällt um. Ah. Ja. Das erste Fahrrad ist fertig. Vergessen. Ja, ich hab immer. Oh, Alex hat Ständer gesagt. Ja. Alex hat einen Ständer. Ja, okay. das ist das erste Fahrrad. Ich mache natürlich noch drei weitere. Aber wenn jetzt jemand mal eine weitere Strecke muss. Das kann hupen. Die hupt. Das kann ja hupen. Dann kann er sich das Fahrrad mal mitnehmen. Okay. Das ist ja cool.
Also wenn du zum Beispiel mal in die Wüste musst oder so, dann kannst du einen abstrampeln. Ah, das ist ja merkwürdig zu fahren. Naja, gewöhnungsbedürftig, also, aber... Also die Lenkung ist... Ups. Die Lenkung ist ein Ups? Ja, erlenken tust du mit der Maus. Ach so, okay. Ja, das erklärt, warum die so komisch ist. Ah. Ja, das ist merkwürdig. Aber du kommst deutlich schneller in die Wüste zurück, weil deine Ausdauer, glaube ich, nicht so weggeht, ne? Ja gut, du kannst halt einfach ganz normal entspannt fahren und dabei regeneriert sie sich sogar. Genau. Also. Mit der Shift-Taste kannst du halt... Ein Fahrrad kommt selten allein. Guck, sogar bergauf funktioniert das super. Mhm. Kann man damit hüpfen? So geile Tricks machen? Nee, kann man nicht. Ich gucke jetzt nochmal alle Dinger hier durch, ob da noch irgendwelche Kunststoffsachen sind oder so. Ah, da. Beispiel das noch. Das ist doch aber ein E-Bike, so wie ich da am Berg hochrutsche. Oh, für wer weiß. Guck mal, ich habe da noch eine Kaffeebohne gefunden. Ja, dann nimm sie rauf. Haben wir da einen Parkplatz? Nee, in dem Schrank hier, Schatz. Da ist die Kaffeebohne. Nee, ich habe keinen Parkplatz jetzt. Einfach vorne abstellen, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass damit irgendwas passiert. Glaube ich nicht. Wissen tue ich es aber nicht. Mit dem kann man sogar rückwärts parken. Melle, möchtest du Kaffeesamen machen? Momentan haben wir keine... Doch, wir haben noch Beete frei, ne? Weil dann würde ich jetzt keinen Kaffee kochen. Dann nimm dir mal die Bohnen. Ist Kaffee wichtig oder eher Essen? Eher Essen. Vater wollte Kaffee haben. Ja, ich glaube, er würde auch Wasser trinken. Ja, ja. Weil ich habe jetzt noch, ja, es sind noch ein paar Beete frei. Und da gucken wir, dass wir Samen finden von Essenssachen. Mhm. Was hältst du davon, Wurzel, wenn wir hier auf der großen Fläche, wo du jetzt stehst, alles voll machen mit Essensbeeten? Und weiter oben können wir dann auf der kleinen Fläche die, weißt du, Teesachen so an. Na gut, für Tee würde ich jetzt, das wächst so. Also das ist Chrysanthemen-Gelumpe, das wächst so. Und wenn wir hier eine Leiter hinbauen könnten, dann kann man hier unten auch noch was draufsetzen und das Loch hier zumachen, weißt du? Mhm. Hä? Hä? Jetzt muss ich gerade mal was ausprobieren. Ich hoffe, ich habe nachher kein Loch. Aber das sieht so verdächtig nach Versteck aus oder sowas. Aha. Mhm. Okay, aber ich mache jetzt erst unten weiter. Ich glaube, ich nehme die Teile hier oben ab. Dann haben wir eine gerade Fläche. Ich sollte Abrissunternehmerin werden oder sowas. Das liegt mir total. Na dann. Melle Enterprises. Ja. Gültig. Ja, ich kann tatsächlich noch mal ein weiteres Fahrrad bauen. Also wir haben dann nachher zwei Fahrräder. Yay. Schon mal stehen dann. Das ist doch schon mal praktisch. Also gell, wenn jemand Maisfeld findet. Oh, die Nacht kommt. Ich stehe vorne im Maisfeld. Also in der Wurzel steht auch eine Maisfeld. Bring mit, ich mache Samen draus und die eine Hälfte machen wir Samen, die andere Hälfte machen wir direkt verkochen, verbraten, was auch immer. Melle will schon wieder Samen haben. Ach, immer. Wer kommt denn da? Hallo? Wer kommt? Es hat hier niemand zu kommen. Nur eine kleine Krankenschwester. So, ich habe eine Kohleader gefunden. Oh, das ist schön. Ich bringe mir ein paar mit. Ist hier auch Kohle? Ja, das ist auch Kohle. Sehr schön. So. Oh, ich hasse die Geräusche, weil ich da nie weiß, ist was oder ist nichts.
Doch, ich hör's. Irgendwo klopft's. Herein. Wo klopfst du? Also ich bin gerade in der... Ah, an Krabbler. Da draußen. Ich hoffe, es ist nur einer. Das musst du rausfinden. Okay. Vor dir raus. Hallo, Krabbler. Keine Ausdauer. Der war aber Wurzel. Aber was hast denn du für einen Wurms hier drauf? Hast du Akro oder sowas? Ein Schlag und das Vieh war tot. Ich habe noch verfügbare Punkte. Bring ich doch mal meinen Bett weiter. Schon wieder was. Was hört sich nach einem Hund an? Ist jemand vor der Türe? Also ich bin vor der Tür in der Falle. Kämpft jemand mit mit einem Hund? Ja. Meller. Ich habe Maiskolben. Wo bist du, mein Schatzele? Oben. Oh. Oben. Irgendein Hund macht da gerade Rambazamba da unten. Und irgendwas kaputt. Wo ist das Vieh? Schon Achso, das kostet 2. Danke. Okay. Ja. Also die späteren Erfahrungspunkte kosten immer 2 Erfahrungspunkte, um nochmal ein Level hochzukommen. 3 Sachen. Rein damit. Wunderprächtig. Es läuft. Butsch, es läuft. 15 Maiskolben, 3 Samen. Jawohl. Ah, der muss hier sein. Irgendwo hier. Wurzel? Ja. Der rote Tee, der macht doch Ausdauer, richtig? Ich glaube, der... Warte. Ja. Okay, richtig. Sehr gut. Haben wir da noch welchen? Ja, also immer, also ich mach den eigentlich bevorzugt. Also, könnt euch immer mit reinholen. Ich würde dann mir ein paar holen. Dann kann ich die Mine auch mal bearbeiten, dann stehe ich nämlich nicht immer gleich nach 4 Schlägen da. Oh, du hast keine Ausdauer. Kannst du aber auch den Kaffee mitnehmen, der macht ja auch wieder Ausdauer hoch. Es gibt keinen. Ach so. Glaube ich. Ach doch, 2-mal, ja. Aber von den 5 sollte ja Melle dann Samen ziehen. Wie viel Mais brauchst du, Melle? Warte, irgendwo häng ich gerade. 5 Stück gibt 1 Samen. Maiskolben. 5 Maiskolben, 1 Samen. Wie viele Samen brauchst du? Was die Pfanne hergibt. 10? Ja, so. Ich habe noch nicht so viele. noch nicht so viele Beete. Möglichkeiten zum Einpflanzen. Mensch, ich höre doch das Vieh. Mal 10. Wo bist du? Hallo? Irgendwo haben wir Besuch. Da kommt schon wieder einer in meinen Fall rein. Da komm her. Oder auch nicht. Ich fühle mich gerade nicht sicher. Fucking, wo bist du? Ah, da. Nee. Langsam, mein Fräulein. Liegen bleiben, ich war nicht auf Besuch eingestellt. Ich habe dich aufgeräumt. Schon wieder? Boah, Hilfe! Sind bei dir ein paar Dinger, oder was? Ja, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Und das macht mir gerade ein bisschen Angst.
Okay, weißt du ungefähr, welche Seite? Ja, Baumarkt. Schmiede. Da hört sich's ganz schlimm an. Es muss. Ich Oh, laufe einmal außen rum. Ja. da. Nein, bleibst du draußen? Oh, fucking, das sind mehrere. Ich bräuchte Hilfe. Vier, fünf Stück alleine. Das schaffe ich nicht. Ach, die sind Was bei dir tut drin. das? Bitte, 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 Ich bitte, komm, bitte, ich komm, bitte, ich komm. bitte, 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 bitte. Oh, eine Dicke auch noch. Hau ab, du blöde Kuh. Okay, wo sind die durchgekommen? Wahrscheinlich hier durch den Zaun, ne? Ja. Ja, hier haben sie Sandro. aufgemacht. Okay, warte mal. Ja, Jetzt bin den ich auch mache ich infiziert jetzt. wegen der Ich dummen bin auch Nuss. infiziert. Scheiße. Was machen wir da? Aber nur 2%, das ist nicht schlimm. Ich Aber kann die Hunde höre ich Sprengstoff auch empfehlen. noch. Wo ist der verfuckte Hund? Der versucht auch irgendwo durchzukommen. Hier So. an der Mauer hört sich schlimm an. Da ist schon ein Loch in der Mauer. Das ist bestimmt der Hund, der die ganze Zeit schon versucht, hier reinzukommen. Oh. Okay, warte. Dann muss ich da Ich räume ausholen. draußen mal auf. Okay. Ja, der macht dir ganz gut kaputt. Ja. Ah, und dafür braucht man natürlich Beton, ja, wie du sagtest mal, ne? Ja, ich sag ja schon lange, wir brauchen Betonmische ganz dringend. Weil diese Mauer hält viel aus. So, Aber das war, nicht, wenn pass die. auf, der erwischt dich auch, ne? Von da. Schon richtig große, ne? Mein Bein ist verstaucht. Ah, ich Ja. bin tot. Er Okay. hat mir das Bein abgefressen. Okay. Aber er ist schon verletzt, du kannst ihn umhauen. Ja, ich gehe mal außen rum, ja. Oh, Backe. Oh, jetzt habe ich mir auch noch. Ich bin doch nur gelaufen, habe mir das Knie gebrochen. Nee, was habe ich mir denn gebrochen? Habe ich gewundert, ich konnte mich nicht Verstauchtes bewegen und Bein. dann kam irgendwann, dein Bein ist verstaucht. Dann konnte ich nicht mehr laufen. Ich habe auch ein verstaubtes Bein. Hat er mich fertig gefuttert. Er ist tot. Ja, Ungebrechlich. super Sache. Ich guck mal, dass ich Fleisch vielleicht rauskriege. Oh ja, da gibt Fleisch. Lecker, lecker. Was ist hier hinter dir? Ja, was willst du denn von mir? So, hast du. Okay. Dann gehe ich weiter Metze. Ja, ich wollte dich Metzgerstück. nur warnen. Oh ja, da kommt einiges Fleisch raus. Das ist schön. Jetzt hat sich dein Tod ja Fertig. gelohnt. 35 Fleischstücke. Ja, hast du mich auch gegessen, oder? Nö, darf ich ja nicht. Ach Mann. So, das Loch mache Ja, ich dann war gleich wieder mein Tod zu. nutzlos. Das macht nur einer. Loch wieder Ja, zu. freut er sich. Ja. Club der pinken Schuhe, mein Freund. Ja, stimmt. Dann brauchen wir bloß noch Eier, dann können wir ordentlich Speck mit Eier machen. Das ist ja mal was. So, Melle, ich habe 75 Mais dabei. Oh, cool. Ich muss mich geschwind verbinden, glaube ich. Such was da. Liegt hinter dir. Wieso, wieso wird denn die Infektion immer mehr? So lange wird die mehr, bis du Antibiotika nimmst. Haben wir nicht. Aber nicht. Haben wir nicht, Also, nee. ignorieren und sterben. Deswegen sage ich ja, ich empfehle eine Sprengbombe oder irgend sowas. Das heilt jede Infektion. So, neues Fleisch wird geliefert. Und wir sind auch schon wieder am Ende angekommen für heute. Ich bin da. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.